Schienemannflug. Das sind zu viele! Der Laser kam vom Todesstern. Alles, was sich bis jetzt zugetragen hat, ist nach meinem Plan geschehen. Auch du, genau wie dein Vater, gehörst jetzt mir. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Gut. Lass deinen Aggressionen freien Lauf, mein Junge. Ich kämpfe nicht mit dir, Vater. Ganz wie du willst, Jedi. So, und damit wieder herzlich willkommen zurück. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Zu Lego Star Wars. Das Erwachen der Macht. Und wir kämpfen jetzt gegen den Imperator mit Luke Skywalker. Wir sind immer noch am Ende von Teil 6. Ich weiß gar nicht gerade hier, was wir machen müssen. Der Imperator scheint 6 Leben zu haben. Oder? War das 6? Oder war das mehr? Ich weiß es gar nicht. Und so scheinen wir ihm welche abziehen zu können. Super. Müssen wir erstmal hier seine Lifeguards. Wie heißen die? Heißen die Lifeguards? Guardian-Wächter? Ich weiß gar nicht. Ich habe Star Wars. Mit den Namen habe ich es nicht so drauf. Also, von den einzelnen Charakteren schon, aber eben diese besonderen Charaktere. Naja, egal. Scheint nicht so wichtig zu sein, weil sind jetzt auch irgendwie schon alle weg. Okay, da sind sie wieder. Du bezahlst jetzt für dein einziges Verhalten. Was ist das hier? Können wir eine Kanone bauen? Ach, das ist hier so ein X-Wing. Klasse, ich hab's kaputt gemacht. Das ist so ein X-Wing-Fighter hier, mit dem die Rebellen immer fliegen. Können wir den auch irgendwie abschießen? So. Ah, jetzt kann er da vorher dann mal. Okay. Das rote macht. Ja, okay, das ist natürlich ganz cool. Ah, nee, das war gerade ein Böse. Das war hier so ein TIE-Fighter. Und wenn ich mit Luke jetzt den nach. Also, wenn ich mit ihm jetzt den nach da mache, dann kommt ein X-Wing raus. Und den kann ich aber. Okay, den kann ich nur mit Luke machen. Das ist natürlich ganz cool. Das ist nice. Das sind so kleine, versteckte Sachen. Das finde ich immer ganz cool. Gut. 4 Leben hat er schon weg. Wie viel hat er noch? Mit deinem armseligen Köln bist du weder mir noch der dunklen Seite der Macht gewachsen. Was ist das? 4 oder 3? Ne, 4. Okay. Jetzt baut er da irgendwas zusammen, sehe ich. So, jetzt kommt wieder irgendwas zusammengebaut. Kann ich das irgendwie aufhalten? Nee, kann ich nicht aufhalten. Aber ich kann doch bestimmt mein Laserschwert da. Oder? Warte mal, was ist das hier? Irgendwie, das bringt gar nichts. Alles klar. Ich kann da mein Laserschwert auf jeden Fall reinwerfen. Und da oben auch. Okay. So, jetzt da nochmal. Super. Das war eine einfache Sache. Was ist hier? Ach, das kann ich auch auf den Imperator schmeißen, oder wie ist das? Ja, nice. Jetzt hat er noch ein Leben. Das ist wahrscheinlich das Teil hier. Ich muss mir die Gappen vom Leib halten. Das glaube ich eh nicht hinkriegt.
Aber jetzt können wir das hier rausholen. Und auf ihn schmeißen. Ja, perfekt. Das war ja einfach. Okay, jetzt müssen wir gegen einen so ein Tastenkoordinationsteil. Und ab geht's. Quicktime Event, so heißt es. Ich habe gerade überlegt, wie es heißt. Wobei das nicht Quicktime war. Luke, hilf mir, die Maske abzusetzen. Das war zu gut, oder? Jetzt. Geh, mein Sohn. Verlass mich. Nein, ich muss dich retten. Das hast du bereits getan, Luke. Deflektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Ich flieg rein. Kann losgehen. Gruppe Rot, Gruppe Gold, alle Kämpfer folgt mir. Okay. Jetzt nochmal eben den Todesstern abschießen. Und weiter den Kern des Todessterns zerstören. Ist ja auch so ein Level, das hat man ja schon öfter mal gehabt, ne? Fluglevel finde ich, mal ganz cool, allerdings nur dann, wenn es nicht zu heftig ist. Also was heißt zu heftig, wenn es zu aufeinander ist. Das ist also ganz entspannt, weil man einfach so den wahren Jedi hat. Danke dafür. Ich hätte noch was von wegen, ja, wir sammeln den nicht und jetzt habe ich den einfach so bekommen. Ah gut, der Fluglevel wird man ja auch mit Geld echt zugeworfen. Und rein. Ich mache halt einfach gar nichts außer Schießen. Also. Okay, wie kriege ich das Ding abgeschüttelt? Weil ich nämlich jetzt tot bin. Keine Ahnung, wie das weggeht. Auf jeden Fall gut, ist auch egal. Könnte natürlich auch ein Bug sein, weil. Oder? Okay, so kann man sein Flugzeug tauschen. Alles klar. Da ist er. Keine Ahnung, wie ich das Teil wegkriege. Das sieht gar nicht gut aus. Wie, das kriegen wir hin? Machen wir erstmal oben alles weg. Hier ist noch einer, da ist noch einer. Das stelle ich mir im Multiplayer ganz cool vor. Auch mit dem Flugzeug so. Wobei Lego-Spiel-Multiplayer natürlich auch echt dann erst die wahre Größe aus zum Vorschein bringen, weil das ist natürlich richtig geil. Gut, jetzt holen wir uns die Torpedos. Ja, danke schön. Wie kann ich ihn ja eigentlich so mehr. Achso, schneller fliegen kann ich so. Und jetzt einfach drauf schießen. Okay, das ist machbar. Oh, was ist das eigentlich hier? Das ist so ein zweiter, okay. Dann kannst du einfach einen da reinschießen und da noch einen reinschießen. Ja, das war ja. Also ist Admiral Akbar.
der Typ da, der Fisch, der im Wasser lebt, also den überhaupt nicht fast level sind. Qui-Gon Jinn ist auch dabei. Persönlich meine Lieblingsfigur Star Wars. Die Schlacht von Endor. Feuerspiel freigeschaltet, goldene Stein freigeschaltet. Sehr schön. Ja, Warren Jedi haben wir auch. Und einen roten Stein. Nee. Ach, den haben wir ja gesehen, den konnten wir nicht einsammeln. Da können wir bestimmt irgendwie anders hin. Millennium Falcon, nice. Und wir können die Geschichte fortsetzen, mache ich einfach mal. Mal gucken, wo wir dann landen. Linksflügel im Anflug, Freigabe zur Landung. Ach so, hier, das ist wahrscheinlich die Overworld. 30 Jahre später jetzt. Schön, dass Sie wieder da sind. Admiral Statura möchte Sie umgehend sehen, Dameron. Poe, da sind Sie ja. Schön, dass Sie heil zurückgekehrt sind. Dafür ist jetzt keine Zeit. Und dafür ist jetzt auch keine Zeit. Wir haben eine neue Mission von höchster Priorität. Sie müssen sofort nach Jakku. Dort erwarten Sie wichtige Informationen. Briefing gibt es unterwegs. Was für eine Quasselstrippe. Okay. Hier sind wir wahrscheinlich in der Overworld. Ja, ich würde sagen, Freunde, wir fangen jetzt kein neues Level mehr an in dieser Folge. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Die erste Ordnung wird alles unternehmen, damit wir diese Infos nicht in die Hände. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal in der richtigen Zeit angekommen. Hier, Prinzessin Leia. Okay, mal gucken. Der Weg wird uns wahrscheinlich hier mit diesem durchsichtigen Stein geleuchtet. Oh, da ist C3PO. Master Poe, ich vernahm, dass Sie erneut zu einer weiteren gefährlichen Mission aufbrechen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Kehren Sie doch bitte zurück, nachdem Sie Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen haben. Wenn möglich, würde ich gern meine Schlüsselrolle bei Admiral Akbars Rettung durchsprechen. Es hat sich gerade irgendwie angehört, wie Proxy von Star Wars The Force. Na gut, egal. Können wir den auch spielen? Nee, okay, warte mal, ich will mal BB-8. Jo, geil. Ist einfach viel schneller als Poe. Wobei die Overworld hier schon ziemlich cool aussieht. Ist das nicht gefährlich? Ich weiß, was ich tue. Wow! Pass auf! Siehst du, das, was ich da gemacht habe, war es völlig zu versauen. Ja, habe ich gemerkt. Gut, das war irgendwie klar. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt hier rechts anbauen. Was ist das jetzt? Da ist nämlich ein goldener Stein. Ja, und jetzt das wieder kaputt machen und dann kann ich den einsetzen. Ja, nice. Das war jetzt nicht so schwer. Auf jeden Fall gibt es so goldene Steine.